Topfgucker TV empfiehlt. Mein Name ist Thomas Neumann und wir kochen heute zusammen das Bautzen-Senfsteak mit Bratkartoffeln rustikal. Als erstes nehmen wir unser Nackensteak und würzen das. Schön kräftig, salzen, pfeffern. Andere Seite dasselbe. Und dann wird das ganze Stück meliert. Von jeder Seite Mehl. Melieren dazu, der Senf bleibt besser haften. Senf kräftig verteilen. Dann wenden wir das und senfen das von der anderen Seite. Bevor ich das gesenfte Steak wiederholt meliere, setze ich eine Pfanne auf den Herd mit Öl, dass das Öl schon heiß werden kann. Das braucht eine kleine Weile. Drück etwas mehr Öl. Die Schwierigkeit liegt darin, dass das Öl nicht zu heiß ist und das Steak langsam gebraten wird, da sonst die Kruste verbrennt und das Fleisch immer noch roh ist. Wird jetzt nochmal durch das gequirlte Eigelb gegeben. Bevor wir es dann nochmal melieren. Das Steak wenden wir vorsichtig, dass es langsam auf der anderen Seite weiterbraten kann. Und wie Sie sehen, haben wir hier schon eine schöne Senfkruste. Und das Besondere an diesem Steak ist halt auch diese Garnitur, bestehend aus Zwiebelstreifen. Die haben wir schon mal geschnitten. Und geschnittene Gewürzgurke. Wir benutzen hier die Spreewälder Gewürzgurken. Die sind geschmacklich sehr gut. Und das kommt jetzt zusammen mit den Zwiebelstreifen in eine Pfanne mit Öl. Die Zwiebeln, unsere Spreewälder Gewürzgurken, über dem Senfsteak teilen. Und fertig ist unser Bautzen Senfsteak mit Bratkartoffeln rustikal. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.